Ich heiße Tom Schmidt, bin 29 und ich bin Baustellenleiter bei Krones. Wie bin ich zu Krones gekommen? Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Und zwar, ich bin gebürtig aus Sibirien und eines Tages, wo ich meine Großeltern besucht habe, habe ich entdeckt, dass in dem Dorf, also in dem tiefsten Dorf von Sibirien oder in dem tiefsten Provinz von Sibirien, eine Krones-Anlage steht. Und da habe ich mir gedacht, wenn Krones geschafft hat, hier eine Anlage aufzubauen, dann müssen sie was drauf haben. Und dann habe ich mich bei Krones beworben. Also 2013 habe ich mein Praxissemester bei Krones gemacht, absolviert. Und seit März oder im März 2015 habe ich meine Bachelorarbeit bei Krones geschrieben. Und seit Juli 2015 bin ich Baustellenleiter bei Krones. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner. Ich war nach meiner Ausbildung noch ein Jahr tätig als technischer Zeichner, Maschinen- und Anlagenbau. Dann war ich 2 Jahre im Ausland, das war Australien und Moskau. Und danach bin ich wieder zurückgekommen, habe mein Abitur nachgeholt und habe in Pforzheim Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich bin einfach die Schnittstelle zwischen Krones und dem Kunden und dementsprechend auch der Ansprechpartner. Es ist sehr dynamisch, es ist sehr abwechslungsreich, weil man doch sehr viele Aufgabenbereiche erledigen muss. Es sind viele Sachen, die man nicht planen kann, sondern man muss auch auf die bestimmten Störungen, auf bestimmte Probleme sehr kurzfristig und schnell reagieren können. Was mir sehr gefällt, ist, dass man eigentlich sieht, was man tagsüber gemacht hat. Wenn man die Installationsphase betrachtet, dann sieht man tagtäglich am Ende des Tages, wie weit die Maschinen aufgestellt sind. In der Inbetriebnahmephase sieht man eigentlich, wie schön die Maschinen dann laufen. Und kurz vor der Abnahme sieht man eigentlich, wie harmonisch die Maschinen untereinander kommunizieren und welche Leistung das eigentlich ist. Das heißt, ich sehe wirklich tagtäglich, was wir schaffen. Und das macht den Job aus. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man eine technische Bildung hat. Aber es ist auch wichtig, dass man auch wirtschaftlich bestimmte Aspekte berücksichtigen kann. Deswegen sehe ich auch in meinem Studium als Wirtschaftsingenieurwesen einen Vorteil, weil ich das aus der Sicht der Technik betrachten kann, aber aus der wirtschaftlichen Sicht bzw. aus der Sicht des Projektmanagements betrachten kann. Es sind viele Aspekte, die man betrachten muss und berücksichtigen muss. Und Charaktereigenschaften, man muss auf jeden Fall teamfähig sein. Das ist ganz wichtig. Man arbeitet mit vielen Menschen, man kommuniziert mit vielen Menschen und ohne diese Fähigkeit wird das definitiv einem sehr schwer fallen. Ich habe viel zu tun mit Krones-Mitarbeitern, ich habe auch viel zu tun mit Subunternehmen, die auch für das Projekt zuständig sind. Es können, wie in diesem Projekt, waren das bis zu 80 Leute auf der Baustelle. Das war während der Installationszeit. Es ist auch ganz wichtig, dass wir als eine Mannschaft auftreten. Das ist ganz wichtig, weil wir nicht nur miteinander arbeiten, sondern wir leben eigentlich miteinander. Die meisten Kollegen von uns sind in einem Hotel. Das heißt, abends beim Abendessen sitzen wir auch alle zusammen. Wir besprechen auch einige Sachen, die wir optimieren können. Und oftmals nach der Arbeit ist man etwas entspannter, so dass man die Probleme ganz anders angeht. Und da werden auch natürlich neue Lösungsvorschläge, da entstehen auch neue Lösungsvorschläge. Es ist einfach schön, dass man auf den Baustellen ist oder einfach an den Orten ist, wo man eigentlich als Tourist eigentlich nie die Möglichkeit haben wird, die Orte zu sehen. Es kann sein, dass das nächste Projekt wirklich weltweit sein wird. Wir waren ja letztes Jahr, denke ich mal, in 170 Ländern oder 160 Ländern, wenn ich mich nicht täusche. Also es kann ein Projekt überall auf der Welt sein. Das heißt, in meinem Praxissemester war ich in den USA. Die letzten 6 Monate, beziehungsweise wo ich als Baustellenleiter angefangen habe, war ich 6 Monate in Polen. Und jetzt bin ich in Deutschland. Und es ist spannend, wo das nächste Projekt wird.